So, hallo alle zur nächsten Folge von Sparks Pro Tipps, der Serie, wo es den geilen Scheiß gibt. Oder alternativ, wie es einige Leute in den Kommentaren schreiben, der Serie, in der so viele Bugs vorgestellt werden, dass man damit jeden Serverbetreiber zur Weißglut bringen kann. Jedenfalls, unter dem letzten Video. Das Ganze hier ist ein Bezug zum letzten Video, weil da wurde so oft geschrieben, wie kann man aus einem entsprechenden Geheimraum denn unbemerkt wieder rauskommen? Das war irgendwie nicht klar. Aber ich habe dafür natürlich auch eine passende Antwort parat, die werde ich euch jetzt gerade mal zeigen. Also, bevor ihr euch jetzt hier wundert, was geht denn hier ab, das letzte Video anschauen, was gestern kam. Ich werde es auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Ist äußerst wichtig, um das hier zu raffen. Gut, dann geht's auch schon los. Wir zeigen mal ganz kurz demonstrativ wieder den Geheimraum zum Reingehen, den ich schon mal demonstriert habe. Zack, wir sind drin. Okay, einfach so aus dem Nichts. Und die Frage war eben, wie kommen wir aus diesem Ding wieder raus? Und diese Antwort ist eigentlich ganz simpel. Eigentlich habe ich es nämlich schon im letzten Video angedeutet. Und zwar, wenn ich um die Ecke gehe und hier nochmal an meinen Cut-Up reingehe und rausgehe, dann lande ich draußen. Ich habe ja schon erwähnt, aus verschiedenen Himmelsrichtungen sozusagen kann man nur reingehen, aus anderen kann man nur rausgehen. Hier drüben zum Beispiel, ich hoffe, das war es richtig genau, kann ich gar nicht erst reingehen, weil das Minecart oder weil die Richtung, in der ich einsteige und die Richtung, in der ich aussteige, nicht zusammenpassen. Also ich steige praktisch von hier unten ein, man steigt im Minecart aber immer in Richtung Norden aus, so wie es aussieht. Und wenn ich jetzt hier drin lande und hier wieder aussteige, gleich natürlich rechts, also Richtung Norden, weil man im Minecart nur nach Norden aussteigt. So, und das Ganze können wir uns dann mehr oder weniger eigentlich zunutze machen, wenn ich hier zumache. In Norden kann man allerdings einsteigen und wenn man Norden wieder aussteigt, landet man auch wieder draußen, weil logischerweise hier Norden ist, da ist Süden und ja, ist jetzt ein bisschen selbsterklärend. Wenn ich allerdings aus allen anderen Himmelsrichtungen einmal in den Minecart einsteige, dann würde ich ja auch nach Norden rausgeschmissen werden, also würde ich hier in dem Block stehen. Wenn ich dann allerdings in dem Block stehe, werde ich automatisch nach draußen gedrückt, sodass ich dann davor stehe. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier, obwohl das Minecart sich hier befindet. Ich werde also nach hier drüben geschoben und irgendwie hier raus. Und das ist eben der ganze Trick bei der Sache. Man kann aus diesem Raum trotzdem ohne Probleme, ohne erkannt zu werden, ohne nur einen Anflug irgendeines Zeichen zu sehen, wieder rauskommen, indem man es einfach nochmal macht, nur in eine andere Himmelsrichtung. Hier geht's rein und hier vorne geht's wieder raus. Wie genau das Minecart zu setzen ist, seht ihr in dem ersten Video, worauf sich das Ganze hier bezieht. Aber damit hätten wir eigentlich, denke ich mal, die Frage auch geklärt. Und da so viele gefragt haben, ohne Witz, war das auch nochmal ein extra Video wert. Denn das ist mehr oder weniger auch schon wieder der gleiche Trick, nur halt Reverse, aber naja. Gut, perfekto, Geheimraumo, Maximus, rein, raus. Perfekt, ohne dass jemand was von außen sieht. Schön, dann wäre es gewesen. Ich würde sagen, ja, lass krachen, wir sehen uns demnächst und tschüss.